Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute da um Pantheon, da er ja Rework bekommen hat. Und ihr seht hier im Hintergrund Gameplay, das wird auch gespielt und aufgenommen. Mehr, nicht weniger. Und ich würde einfach mal sagen, dieses Rework ist super. Pantheon war immer einer meiner Lieblingschamps, besonders weil es war halt der erste Champ, den ich so richtig gemaint habe. Davor habe ich Urgot sehr viel gespielt, aber da habe ich noch gar nicht verstanden, was ich überhaupt mache. Was sie vom Himmel geboren, ja, das war auch noch ist auch ein brutales Blutvergießen. Mit dem seiner Ult konntest du mit einem anderen Platz tauschen. Mit meinem Namen zu eintragen. Auf jeden Fall war Pantheon der erste Champ, den ich gemaint habe. Der zweite, den ich mir gekauft habe. Was auch ganz lustig ist, weil der Champ, den ich mir davor gekauft habe, war Kayle. Und Kayle habe ich mir gekauft, weil ich sie mit Pantheon verwechselt habe, weil ich zu der Zeit Pantheon gespielt habe. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Auf jeden Fall fand ich Pantheon damals super, weil sein Kit war super einfach, das habe sogar ich kapiert, wie das funktioniert, wie man damit jemanden töten kann. Und überhaupt nicht schwer. Stören die Autos? Ich hoffe, die Autos sind nicht zu laut. Werden wir diesen Boden mit unserem Blut tränken? Kein Problem. Auf jeden Fall, ja, ich wollte eigentlich das Rework reden. Also, die Q gefällt mir super, dass man jetzt praktisch entscheiden kann mit der Q, ob man also es ist wie bei Pike. Eigentlich. Wenn du kurz Q drückst, dann sticht Pantheon einmal mit dem Speer nach vorne und verursacht dabei Schaden. Oder wenn man die Q auflädt, dann wirft Pantheon den Speer. Der Speer fliegt durch alle Einheiten durch, verursacht dabei genauso viel Schaden. Die Anklickzeit ist ein bisschen höher und wenn ein gegnerischer Champion Lowlife ist, dann verursacht er mehr Schaden. Finde ich super. Finde super, dass das jetzt ein Skillshot ist, weil davor war es ja einfach nur ein Klick. Ja, finde ich super. Die Änderung an der Passiven gefällt mir weniger. Ich mochte die alte Passive sehr gern. Die neue Passive. Ja. Ich meine, ich finde es schön, dass dieses, wenn du den Gegner angreifst, dass dann eine Passive sich auflädt, dass das noch da ist, das finde ich gut. Schade finde ich, dass das jetzt bloß eine der Grundfähigkeiten ist. Dann die B. Der Schildsprung hat sich nicht viel dran geändert. Du springst auf einen Gegner und stunst ihn dabei. Und die Änderung ist, glaube ich, jetzt, dass du sofort eine Auto-Attack hinterher machst. Ich glaube, das war früher nicht so. Ja, und wenn du die Aufladung hast, beim Q macht das ja einfach bloß, dass du den Schaden machst. Beim B dagegen macht das, dass du dreimal angreifst, nachdem du den machst, dass du dreimal angreifst. Und das finde ich tatsächlich eine gute Änderung, dass das geht. Ich finde es auch gut, dass das dann die Passivität wieder halb aufhört. Brauchst du bloß noch einen Auto-Attack oder nochmal einen Auto-Attack? Ja, das ist dann kannst du wieder die verstärkte Q raushauen oder maximal Schaden zu haben. Das E ist. Bei E bin ich gemischter Meinung. Super am E finde ich, dass du dich jetzt bewegen kannst, während du das machst. Super finde ich auch, dass wenn das E vorbei ist, dass man bei einem Schlag kommt, der mehr Schaden macht. Schade finde ich, dass es nicht mehr das Hauptschadenswerkzeug ist, wie es früher war. Früher war halt einfach B. Und ich mache das halt jetzt noch immer. Ich mache halt einfach B, wenn ich es halt gewohnt bin, von Pantheon spielen.
Obwohl ich es inzwischen relativ selten mache. Ich darf jetzt lachen. Super aufgemacht. Weil, wie gesagt, es war immer einer meiner Lieblings-Champions. Ich finde das Design super. Ich mag auch Fähigkeiten. Das Neue an der E ist jetzt, dass man sich zum einen bewegen kann, dass sie zum anderen praktisch keinen Schaden mehr macht und dass du Fähigkeiten von der Seite bekommen, in die du schlägst und blockst. Das Problem ist, ich habe auf die harte Tour gelernt, dass CC nicht geblockt wird. Sieht man auch an mehreren Stellen. Ich konnte es mir nie merken. Da kam dann so E und dann denke ich mir so, yo, ich bin safe. Und dann kam der Pikehook. Und dann, boah, scheiße. Und ich überziehe vermutlich gerade mit der Audiospur. Die Ult, bin ich gemischter Meinung. Bei der Ult hätte ich es schön gefunden. Also finde ich es schön, dass sie schneller kommt. Ja, das war ja so der größte Kritikpunkt an Pike früher. Dass die Ult so lange braucht, bis sie losgeht. Bei der Welle, also dass Pantheon jetzt praktisch da so in die Gegner reinschlittert und dann so eine Welle entsteht und er den Speer vorher hinschmeißt, finde ich schade, dass der Speer keinen Schaden macht. Wenn der Speer einen Gegner trifft und das Schaden macht, das finde ich super. Das finde ich so cool, aber macht es leider nicht. Verbesserungsvorschlag. Yay! Und sonst, ja. Mit dem Rework im Allgemeinen bin ich super zufrieden. Spiele ich super gern. Werde ich super viel noch spielen. Ja. Ciao, Leute. Ich